muss ich einmal hier hüpfen. Ich muss einmal hier hüpfen. Und ich muss einmal da hüpfen. Ha! Oh, sehr gut. Alter Falter. Beim ersten Versuch. Krass, ne? Ja. So. Ach so, den Würfel mitnehmen, ne? Echt? Kannst du doch, glaube ich, gar nicht. Also. Doch, wir müssen ja da hoch und dann die Tür nehmen. Aber hier ist ja kein Rätsel quasi. Das könnte zu groß sein. Meinst du? Nur eventuell. Na, jetzt schaut's gut aus. Okay, nichts passiert. Ich darf springen, so oft ich will. Boing, boing, boing. So, und jetzt kann man da die Tür irgendwie. Wie war das nochmal? Ja, war schon so. Halben richten wir. Ich denke, du wirst den Würfel jetzt nochmal wegheben müssen. Da ist dann ein Bild. So. Warte mal, das waren die Angeln von der Tür, ne? So, oder? Ja, aber hast du da nicht einen Würfel hochgeholt und damit wir höher kommen? Weil ich glaube, du musst höher. Noch höher? Echt? Ja. Also halt auf den Würfel draufstellen, einfach nur. Warte, warte, warte. Da hat sich's... nee, so. Ja. So. Ja. Dann war's so. So. Uiuiuiuiui. Bald sind wir Experten. Aber sowas von. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'm just popping in to give you a quick update on where you are. We still don't know, but please keep moving forward, and hopefully you prefer frequent updates ja. to being reminded ja, that you are completely lost. So, jetzt kann ich... Gott, wie viel mein Gehirn noch speichert an Informationen von Spielen. Krass. Ich bin erstaunt über mich selber. So. Und da dachten wir noch, wir wären frei. Ja. Aber es ist hier die andere Reihenfolge, ne? Ja? Okay, das weiß ich nicht. Kommt mir schon so vor. Das kommt, weil wir jetzt so durchjumpen. Aha. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce and we still can't find you. But you should. Oh, weißt du noch, wie lange wir mit dem Mond hier rumgetampelt haben? You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. So. Dann haben wir irgendwie die Tür da genommen. So. Habe ich ja super hingestellt, das Ding. Falsch. Scheiße. Naja. Weißt du noch, wie lange wir gebraucht haben, um den...
Toll. Das ist irgendwie zu klein. Findest du? Verstehe ich nicht. Ja, ist nur so ein Gefühl. Wie kriegen wir die denn jetzt wieder größer? Das muss doch reichen. Komm, so groß bin ich doch nicht. So groß bin ich nicht. Das muss reichen. Zwäng dich rein. Geh auf die Knie. Mit dem Kopf zuerst. Ich muss den Mond doch ein bisschen größer machen, damit ich die Tür größer kriege. Also 25 Minuten sehe ich auch noch nicht. Ja, das sieht gut aus. Jetzt machen wir so noch gerade. So. Jetzt bleibe ich mit der Stirn hängen, wetten. Plöpp. Hallo, my name is Dr. Oh. Glenn Pierce. Yay. In the event that this elevator does not reach you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant. Oh Gott. Ach ja. So. Ja, ja, genau, jetzt. Jetzt. Raus. So. Ja, dann gucken wir mal, welche schönen neuen Herausforderungen jetzt auf uns warten. Mhm. Ich trinke mir mal eine Soda. Look, look, look. Scheiße, jetzt habe ich keinen Kaffee mehr, sonst hätte ich den eingegossen. Mist. Immer wenn man ihn mal braucht. Ups. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. Ja, ist okay. You will rectify this failure immediately. So, wir dürfen zweimal anfassen und viermal springen. Na da. Ist der zu groß? Nee. So, ne? Ja. Eins, zwei. Ich glaube, jetzt musst du den Würfel mitnehmen. Gut festhalten und da wieder absetzen. Gut festhalten, so. Ja. Ja. Ah, da wäre auch einer gewesen. Ja, gut. Aber. Was aber? Ich glaube nicht, dass ich hier hochkomme dann mit dem. Das wird ein Problem. Klar. Du bist ja optimistisch. Ja, klar. So? Ja. Oh nein, du bist runtergefallen. Scheiße. Scheiße. Aber du hättest es bestimmt geschafft. Ja, hätte ich. Guck. Oh Mist. Oh, Mensch.
gut, aber das ist jetzt nicht ganz so schwer. Müssen wir ja langsam anfangen, um reinzukommen. Ja, ja. So, jetzt können wir ja prinzipiell dann auch den nehmen. Können wir nicht. Das ist nur ein halber, oder? Ach, shit. Naja, geht schon. Ja, ja, ja. Wieder runterhüpfen. Ja, gut. Ja. Gut. Guck mal, voll in Schwitzen hier. So, den nehmen wir noch nicht. Der fällt bestimmt auseinander. Ist das der, der auseinanderfiel? Nee. Da sind wir mal rein. Und da kamen wir nicht mehr hoch. Jetzt komm, lass uns mal einmal hier so rumgehen. Ob es hier noch weitergeht. Aha. Also nee. Musste man da quasi rein. Okay. Haben wir das auch geklärt? Ah, das beruhigt mich. So. Plöpp. So, und ich glaube, das hier sind diese extra Token, die man finden kann. Den hatten wir nämlich hier auch gefunden. Also kann ich mir vorstellen. Professional tip: the average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. So, hier darf ich nur zweimal springen. Nichts anfassen. Na dann. Viel Erfolg. Ja. Also der steht, glaube ich, noch näher ran. Also nehmen wir den. Wow. Okay. Haben wir. Hat funktioniert. Haben wir. Ja, musste ja, wenn du da gar nichts anfassen darfst. So. Mit denen konnte man nichts machen. Ach ja, stimmt. Noch. Ja. Voll die Verarscherwürfel. Ja. Unverschämtheit. So. Hier ist auch nichts. Hier dürfen wir alles. Die waren das, ja. Da haben wir uns ja das... Ja, da hast du eigentlich bloß den einen rausgezogen mit dem... Dann genau, nee. Das, da haben wir uns das ja, leicht gemacht. Den anderen. So. Ja, und dann mich hoch. Irritiert trotzdem, dass hier noch so viel ist. Das ist bestimmt genau deswegen. Hm. Wie wärst du nur verarscht, sag ich dir. Please note that a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions.
Please exit this dream as soon as possible. Wow. Die hatten wir nicht gefunden. Cool. Eieieiei. Wunderschön, sowas gefällt mir. Genau mein Humor. Warte, wo bin ich? Da bin ich. So. Wir dürfen eine Sache anfassen. Problem ist, der müsste schräger. Mit viel Glück fällt er richtig. Du musst ihn bloß anders rumdrehen. So, ne? Ja. Ja. Und jetzt. So? Na, noch ein bisschen schräger. Ja, noch schräger kriege ich ihn nicht. Na dann, lass mal fallen. Perfekt. Perfekt. Eine saubere Kante, hör mal. Als ob wir es geübt hätten. Ja, wir sind jetzt halt voll die Profis. Ja, eben, eben. Hat auch keiner anders erwartet. Ja, denke ich auch. So, zweimal anfassen. Das ist aber der, der auseinanderfiel, ne? Ich weiß es nicht. Offensichtlich nicht. Doch. Das war der, der auseinanderfiel. Schade. Ja, schade. Ja, den muss sie ja zweimal anpacken. Natürlich. Oh Gott. Scheiße. Nee. Ja. Scheiße. Schon, aber hier ist keine Tür. Hä? Okay. Wie war das nochmal? Aber du musst den Würfel doch zweimal anfassen. Ja, prinzipiell schon. Wie willst du das machen, ohne dass du den Würfel zweimal anfasst? Vielleicht nur die Ecke hier, oder? Kann man vorlaufen? Nee. Kann man nicht. Oder du musst ihn echt so groß wirken lassen, dass die einzelnen kleinen Stückchen so groß sind, dass das klappt. Nee, größer.
Jetzt muss ich aber zweimal hüpfen. Ja, aber ich glaube, dann, versuch's mal. Geht. Ja, guck mal, es hat nur als einmal gezählt. Ja. Perfekt. Geht. Oh, wir sind so genial. Einfach ja, nur genial. Hui. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem Level. Wo die Steuerung so, da ist die Tür. So durcheinander ist. Da habe ich ein ganz klein bisschen Angst. Stimmt, das Level war so kurz, ne? Ich glaube, die ganzen Level jetzt waren kurz, aber halt ziemlich verworren. So, hier ist nur eins. Sollte machbar sein. Ja. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? War das schon hier? Ja. Offensichtlich. Ich glaube, hier war nur die Vorstufe. Es war noch nicht so dieses Richtige. So, ich darf 7-mal springen einmal und eine Sache anfassen. 7-mal springen. Krass. Nichts anfassen. Nee. Hier hatte ich mich erschrocken. War das nicht da, wo die Tür... Achso. Gott, ich bin jetzt wieder erschrocken, weil ich nicht mehr vorbereitet war, weil ich gedacht habe, du hast die angefasst. Achso. Ich dachte, du hast was Dummes gemacht. Nein, das war die automatisch und so. Ja, hier müssen wir wohl rüberspringen. Ja. Ich komme nicht durch. Ich bin zu fett. Ich bin jetzt hier schon. Nee, dann spring noch mal. Ah, okay. Puh. Ich bin zwar zu fett, aber noch gelenkig. Immerhin. So, hier war, glaube ich, da konnte man hier so weiter.